aus Frankfurt am Main. Und dazu entführe ich euch erstmal nach Hessen. Und zwar da unten in diese kleine Ecke, Walsdorf im Taunus. Da fängt das Ganze an. Und wenn man sich das so vorstellt, so sah das um die Jahrhundertwende aus. So sieht es heute aus. Klein, eng. Heute natürlich etwas besserer Zustand, aber das ist auch heute. Und ich glaube, so kann man sich wahrscheinlich den Rest der Zeit um 1840 eher vorstellen. Und da lebte unter anderem bei etwa 400 Einwohnern, vielleicht auch weniger, eine jüdische Familie. Die Kinder des Markus oder Mark oder Mochai Löwenstein. Zuerst hatte sich der Meier Löwenstein dort niedergelassen. Dann hatte es große Probleme gegeben, ob der Gumbel das dann auch dürfte. Sie kam aus der Nähe. So die Obrigkeit meinte, also ein jüdischer Bewohner und ein jüdischer Händler, das reicht doch. Aber nach einiger Zeit haben sie es also geschafft, dass die beiden Brüder dort als offizielle Bürger mit den damals noch, wir befinden uns, ja, wie man aus den Daten sehen kann, um das Jahr 1800, mit den damals noch geltenden Einschränkungen für jüdische Bürger. Aber mit eigenem Haus, also steuerzahlend, dann auch nicht mehr ein freiberufliches Gewerbe im Sinne eines herumziehenden Händlers, sondern ein Händler vor Ort. Und aus dem Handel wurde schnell ein Viehhandel und Schlachtbetrieb für den Gumbel Löwenstein. Das gibt unendlich viel Nachwuchs, wie man sich vorstellen kann, wenn man sich da wohnt, wenn man da wohnt und lebt. Das kann man natürlich alles nicht übersehen. Ihr als Familienforscher könntet natürlich sofort berechnen, wie viel das in der übernächsten Generation sind. Mit allen wollen wir uns nicht befassen, aber mit einigen. Also, dieser Gumbel und seine Ehefrau hatten sechs Kinder, zunächst drei Jungen, dann drei Mädchen, ein viertes, also ein Mädchen, ein siebtes Kind starb mit der Mutter zusammen 1840 und auch der Vater, wie man sieht, ihr starb 1843, sodass der älteste Sohn, der 24 geborene, ja, je nach Sprache, Motsch, Marksch, Löwenstein, hier sozusagen schon als 16-Jähriger zum Ernährer der Familie wurde. Man sieht bei den Mädchen, die eine war 39, war also erst einjährig, die anderen waren, als die Mutter starb, vier, fünf, sechsjährig. Da hat dann die Familie des Onkels die Kinder auch mitbetreut und der Mark musste sehen, dass er den väterlichen Laden irgendwie weiterführte und ein bisschen Geld ins Haus brachte. Es ist belegt, dass er an allerlei Handelsgeschäften teilgenommen hat, Vieh für die Bauern gekauft, auf dem Viehmarkt eingekauft, Vieh ins Dorf getrieben hat, Vieh verkauft hat. Ja, und irgendwann genügte ihm das alles nicht mehr. Er hat sich im Jahr 1844 dann doch 1845 davon gemacht. Er hatte irgendwo, so wird berichtet, ganz sicher ist es nicht. Er hatte Geld von den Bauern für den Viehmarkt gekriegt, um Vieh einzukaufen und ist damit nicht zurückgekommen, sondern, also wir finden uns ja, Karte im Kopf noch, in Hessen. Er ist damit zum Rhein runter und vermutlich mit einem Floß per Anhalter, das war damals die übliche Reisemethode, zur Mündung gefahren und der Traum aller Leute der Zeit nach Amerika. Das Ganze musste so im November gewesen sein, das heißt, er wird 46, irgendwann 1846, Zeit damals 2 Monate in New York angekommen sein. Ja, aber Tausende kamen da an, unendlich viele blieben da, starben da unter den Lebensbedingungen oder verschwanden unter obskuren Bedingungen und er hat einfach Glück gehabt. Schon nach ganz kurzer Zeit ist er nicht mehr in New York, wie das gewesen ist, ist nirgendwo vermittelt. Er ist hier in Louisville, das denkt man doch, Gott, was ist das denn für ein Nest? Das war aber damals immerhin die drittgrößte Stadt der Vereinigten Staaten, ein großes Handelszentrum. Auch so ein bisschen, bevor das dann St. Louis wurde, noch weiter westlich ein Tor zum Westen und zum Süden. Da ist nämlich der Fluss, der Ohio. Und der ist da in dem Moment gerade wegen Stromschäden nicht schiffbar. Da muss also alles um- und abgeladen werden. Das gab große Märkte. Unter anderem übrigens auch, wir sind ja immerhin noch um 1846, 47, einen großen Sklavenmarkt. Damit hatte der aber nichts zu tun. Es gelang ihm schnell, dort
Anschluss zu finden. Er heiratete ein junges Auswanderermädchen, eine 18-Jährige, und hatte Anschluss in der Familie und baute dann die schwiegerväterliche Handelsgeschäft als junger Mann mit aus. So, wir sind inzwischen im Jahr 1848. Und wer im Geschichtsunterricht aufgepasst hat, weiß, dass da nicht nur die Revolution in Europa und Deutschland war, sondern der Goldrausch. Nur das nützte den Leuten natürlich in Louisville nicht, wenn da auf der ganz anderen Ecke, da in San Francisco, an der Westküste Gold gefunden wurde. Wie kam man da hin? Ja, quer rüber, so gut wie gar nicht. Außenrum, es war alles sehr umständlich und San Francisco war ein winzig kleines, kaputtes Nest, wo es gar nichts gab. Also überlegte sich der gute Mark Livingston, der sich jetzt langsam Livingston schon nannte und es amerikanisiert hatte und aus dem Motsch ein Mark gemacht hatte, Mark Livingston, und so werde ich ihn auch weiter nennen, man müsste doch diesen Goldgräbern, die da zu Abertausenden hinfahren und nichts haben, wunderbar alles Mögliche verkaufen können. Zelte, Spaten, was anzuziehen, was man so braucht für ein Gold, zum Goldgraben. Nur, wie kriegt man das Zeug dahin? Und dann kam der geniale Gedanke, ihr seht das, also von Louisville, den Ohio und dem Mississippi runter in die Gegend von New Orleans und dann mit dem Schiff da ganz nach unten nach Panama, über den Isthmus, von Kanal war ja noch nächsten 50, 80 Jahre nicht die Rede, auf die andere Seite, aber das sind keine 100 Kilometer, das kann man rüberschleppen und dann von da weiter und wieder mit dem Schiff hoch. Wenn man das organisieren könnte, kann man also jede Menge, ja eigentlich alles, denn die brauchten einfach alles, verkaufen. Wie kann man das zu einer Zeit organisieren bei doch großen Entfernungen, Korruption, Recht, ohne irgendeine Rechtssicherheit, ohne Möglichkeit, wenn da irgendwas verloren geht, das auch wiederzubekommen? Nur dadurch, dass man absolut vertrauenswürdige Zusammenarbeit hatte. Sprich, man musste Familienmitglieder dahin bringen. Und da war er ja gut dran. Er hatte ja erstmal zwei Brüder. Die holte er nach und nach dahin. Und dann konnte er die dort ja als Handelsstützpunkte zu unterschiedlichen Zeiten hinbringen. Er selber zog dann schon schnell nach San Francisco und die Brüder kamen hinüber, machten auch an diesem großartigen Geschäft mit. Es begann also ein Verkauf von allem, was man so brauchte. Geschäft Miners Supply, also Ausrüstung für die Goldsucher. Das ging so gut, dass der Frank, der weitere Bruder hier, ursprünglicher Name Faist, aber dann als Frank Livingston ganz schnell wieder 49 schon zurückfuhr und heiratete in Deutschland. Und dann konnte er schon mit diesem wunderbaren, ganz funkelnagelneuen Raddampfer fahren. Der brauchte nur noch einen Bruchteil der Zeit und er fuhr auch nicht mehr irgendwie so Zwischendeck oder Billigkarte. Man sieht das also hier auf diesem wunderbaren neuen Raddampfer in der Kabine. Und ganz typisch, hier kann man es sehen, Frank Livingston und die Emma, die er da geheiratet hatte. Und dann auch gleich noch die nächste, er brachte gleich noch die Schwester der Emma mit. Also es war, wuchs ein Familienunternehmen heran. Nach kurzer Zeit holten sie auch noch die Schwestern dazu, die sie auch hatten. 49, 50 sind sie fast alle da. Die Schwestern wurden schnell verheiratet. Und all diese Schwäger und die da waren, waren dann irgendwo im Geschäft in irgendeiner Art und Weise tätig. Jetzt sehen wir, mit diesen Schwestern gibt es auch natürlich jede Menge weitere Kinder, die können uns für unser Untersuchung, eben keine Familienforschung, völlig egal sein. Wir bleiben bei den drei Jungs und sehen zum Beispiel, dass der Frank Livingston hier mit dem Bernhard Triest ein Geschäft macht. Na ja, soll er doch. Na, der Triest, das war wiederum ein Schwager von seiner Frau her. Also die Emma Steinberger, die geheiratet hatte, brachte auch Familie mit. Und dann hatte man also überall Familienangehörige, die man irgendwo einsetzen konnte. Man muss immer bedenken, das war zu einer Zeit, als insbesondere die Rechtssicherheit, Versicherung und Ähnliches keineswegs ausgeprägt war.
sodass man einfach Leute brauchte, um gegen die Korruption anzugehen, auf die man sich verlassen konnte. So, und da sieht man schon, aus den Miners Supplies wurde sehr schnell, man sieht da oben Livingston Mark Mining Stocks, das heißt, also, und oben Frank Mining Stocks. Man kaufte also Land auf, das man dann den Goldgräbern zur Verfügung stellte. Und das ging so wunderbar. Nach wenigen Jahren ist da unten zum Beispiel eine Zeitungsanzeige, da wird eine Bergwerkkompanie gegründet. Und da müssen mal eben 500.000 Dollar zusammengebracht werden. Und da sitzen also Mark Livingston und Frank Livingston und ein paar andere und haben mal eben locker 500.000 Dollar zusammen. Und wir sind im Jahr 1850, 60. Das ist eine ganze Menge Geld gewesen. Deswegen sieht man auch anschließend im Adressbuch, so ab Mitte der 60er Jahre, im Adressbuch von San Francisco nicht mehr, was irgendwelchen Geschäften, da steht für die Familie, für Frank und Mark Livingston nur noch Kapitalist. Dann landeten sie den ganz großen Coup. Jetzt muss ich wieder etwas weiter ausholen und euch an euren Geschichtsunterricht erinnern. Es gab in den 50er Jahren den Krimkrieg. Und als das Russische Reich diesen Krieg gegen Türkei, die von England und Frankreich unterstützt war, verloren hatte, waren die natürlich, wie das so ein verlorener Krieg ist, ziemlich pleite und haben Alaska an die Amerikaner verkauft. Das größte Landgeschäft, das es in dem Sinne je gegeben hat. Und man hat nicht nur das Land als Staatsgebiet an die USA verkauft, man hatte auch eine Handelskompanie. Also vielleicht einigen Begriff, so Hudson Bay Company oder East India Company, die die Engländer gegründet hatten, um dann die wirtschaftliche Ausbeutung ihres Kolonialbesitzes zu machen. So hatten die Russen eine Amerika-Kompanie, die Pelzhandel, Versorgung und so weiter für das erst russische Alaska hatte. Und auch diese Kompanie wurde, und wie war das, ist das in Amerika? Die wurde natürlich privatisiert. Und es bildete sich ein Konsortium, Hutchison Coal und Co. Und das sieht man hier, zu diesem Co. gehörte Mark Livingston. Und man kann sich gar nicht vorstellen, um welche Unsummen es da ging, wenn man das Monopol für den Handel im ganzen Bereich von Alaska handelte. Pelzhandel auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch alles, was dahin kam. Und die Geschäfte, heute heißt sie nicht mehr Company, heute heißt es Alaska Commercial, die gibt es heute noch und die haben jede Menge Kaufhäuser und Geschäfte im Raum Alaska. So, die hatten also alle drei Brüder unendlich viel Geld. Das ist ein etwas späteres Bild aus den 80ern von dem guten Mark Livingston. Was ist der Traum eines Auswanderers sehr, sehr häufig? Wie im schlechten Film, mit den Taschen voller Geld zurück nach Hause und zeigen, dass man es geschafft hat. Also ab 1870 in kleineren Schritten, nicht alle gleichzeitig, auch mal hin und her, sind die drei Brüder mit ihren Kindern, bis auf den einen Sohn von Mark, der die Geschäfte in Amerika weiterführte, zurück. Natürlich nicht in dieses klitzekleine Walsdorf, sondern nach Frankfurt gekommen. Ich sagte, sie hatten die Taschen voller Geld. Ich habe das versucht zu berechnen, wie viel das ist. Es kann nur ganz grob überschlagen werden. Geschäftsunterlagen hat man nicht mehr, weil in San Francisco das große Erdbeben war, das die ganzen Unterlagen zerstört hat. Man kann sich also nur auf Zeitungsberichte und öffentliche Ankündigungen orientieren, auf spätere Erbschaften, Testamente und so weiter. Grob geschätzt komme ich für die drei Brüder auf 30 Millionen Goldmark, also die Währung vom Ersten Weltkrieg. Wie viel ist das? Ganz, ganz schwer zu sagen. Sagen wir mal so, die Allerreichsten, das wird den Leuten wird in Deutschland, die werdet ihr kennen, das war die Krupp-Familie und das waren die Henkel-Donnersmarck, die den schlesischen Bergbau beherrschten. Die hatten so ungefähr 100 Millionen. Also wenn man das jetzt mal riecht, die Allerreichsten bei uns besitzen mehrere Milliarden und das ist ein Drittel davon. Für diese 30.000 hätten sie den Stolz der kaiserlichen Marine kaufen können.
eins oder bauen eins dieser berühmten Schlachtschiffe, auf die Kaiser Wilhelm so stolz war. Die kosteten ungefähr das Geld. Wenn man jetzt also denkt, man könnte dafür das teuerste Schiff unserer Zeit, so einen großen Flugzeugträger, der kostet 3 bis 4 Milliarden. Also irgendwo in dieser Größenordnung bewegt sich das Geld, das die hatten. Was machten sie zuerst? Oder der Markt zuerst? Achso, erstmal hier noch, also auch die Geschwister, die drei Mädchen, Frauen, die da verheiratet waren, kriegten natürlich ihren Anteil, aber sie blieben dort. Und wenn man hier sieht, also das ist die eine, die den Herrn Bloomingdale geheiratet hat. Das Grabstein lässt nicht darauf schließen, dass es sich um arme Leute handelt. Es ist aber auch bezeichnend, dass die drei Kinder von der Bloomingdale, von der, nicht drei mit Töchter nicht verheiratet waren. Also diese von den Mark und Frank arrangierten Ehen der Schwestern waren wohl nicht gerade vorbildhaft für den Rest der Familie. Also erstmal ging Mark zurück in sein Dorf, in dieses Walsdorf, aus dem er kam. Das kam später, dass er dem eine Stiftung gründete. Als erstes hat er erstmal seine Schulden bezahlt, die er da wohl noch, die er da durch diesen Unterschlag hatte. Und dann gibt es eine wunderbare Geschichte, und die kann man einfach nur vorlesen aus dem Pfarrbuch von Walsdorf. Kurz nach Pfingsten war ein ehemals hier wohnender Jude, Markus Löwenstein aus San Francisco, auf einige Zeit Deutschland besuchend, auch hierher nach Walsdorf gekommen. Und der Ort freute sich, seinen früheren Bewohner wiederzusehen und dieser ebenfalls. Für sein Willkommen, den ihm die Walsdorfer erwiesen, wollte er sich erkenntlich zeigen und spendete nicht nur an Bedürftige reiche Gaben, sondern kam auch auf den unglücklichen Gedanken, an demselben Sonnabend sämtliche 5 Wirtshäuser hier für den ganzen Tag auf Ort aufzutun, dass jedermann auf Herrn Löwenstein Kosten essen und trinken konnte. Da gab es dann eine schandbare Nacht voll Fressens und Saufens, und wenige mögen sich daran unbeteiligt gelassen haben. Und diesen Sünderabend und Sündennacht 14 Tage nach dem heiligen Christfest. Leider kann ich eure Reaktion nicht sehen. Ich hoffe, ich sehe bei dem einen oder anderen ein freundliches Grinsen. Das war nur ein ganz kleiner Teil von dem, wo nun dieses Geld blieb. Später machte er, hier ist zu sehen, eine Stiftung von immerhin 50.000 Reichsmark zugunsten des Ortes. Und dieser Livingston-Fonds hat immerhin da von 1880 über Inflationen und Kriege und so weiter bis 1973 bestanden, bis das letzte Geld nachher in einen Wohltätigkeitsfonds der Gemeinde insgesamt verschwand. Erst haben sie in Frankfurt, also die drei Brüder haben nicht mehr zusammen gewohnt, jeder hatte sich was Eigenes gesucht. Mark Familie hatte über Jahre im ersten Haus am Platze so eine ganze Suite, ein ganzes Geschoss gemietet, und dann haben sie sich eine passable Hütte gebaut. Nun denkt nicht etwa, dass das hier das Haus der Familie Livingston ist. Nein, Leute, das ist lediglich der Pferdestall des Hauses. Der Rest des Hauses ist nicht mehr vorhanden, Kriegsschäden und Umbauten, Sanierung Frankfurter Innenstadt. Aber dieses Stück, dieser Livingston Pferdestall, der ist erhalten geblieben. Man sieht, es ist ein zweistöckiges Flügelbau. Es konnten nämlich die Kutschen mit einem elektrischen Aufzug nach oben gebracht werden. Und irgendwelche Ingenieure haben mir versichert, das sei also der erste größere elektrische Aufzug, den es überhaupt in Deutschland gab. Also man sieht ja im Hintergrund die Silhouette von Frankfurt, das steht heute noch. Aber was ist also nun jetzt nach und nach, nachdem die drei Brüder dann auch Ende des 19. Jahrhunderts starben, denn von diesem Geld übrig geblieben? Was geschah damit? Ich gehe jetzt also, und dann ist es eben jetzt langsam mehr eine Wirtschaftsgeschichte als eine Familiengeschichte, oder es beißt sich ineinander. Ich gehe jetzt die drei Brüder und deren jeweiligen Kinder, ja, unterschiedlich intensiv, sonst dauert es einfach zu lange, durch. Wir sehen also hier die drei Kinder von Mark, die drei Überlebenden, Rose, unverheiratet, Fanny, die ein Dr. Herzheimer, kommen wir gleich zu, geheiratet hat, und Joe Livingston, der
in Amerika geblieben ist, aber ständig hin und her gereist ist, um den Kontakt zu halten und um die Geschäfte zu führen. Damit er da auch ein bisschen Kapital für hatte, wurde dann 1870, als er überzogen, ein bisschen was von dem Besitz verkauft und er kriegte erstmal 1 Million Kapital als Starthilfe, um da die Geschäfte in Ordnung zu bringen. Und auch 1870 war 1 Million Dollar ganzen Batzen. Die Rose Livingston ist eigentlich die Ursache, dass ich mich überhaupt mit dieser Familie beschäftigt habe, denn die wird in Frankfurt weiterhin hoch geehrt. Da kann man sie sehen. Das ist ein nachkoloriertes Bild mit den Geheimnissen der künstlichen Intelligenz. Sie ist nämlich sehr, sehr viel gereist. Ja, sie hatte eigentlich überhaupt nichts zu tun. Sie hatte nur ganz viel Geld. Nach dem Tod ihres Vaters, ah, hier nochmal eine kleine Nebengeschichte. Kann man es sehen mit der Höhe? Ich weiß nicht genau. Sie hat, ne, zurück. Wie geht denn das jetzt? Upsala. Ja, hier gibt es eine neckische Sache. Eine amerikanische Blitzrührschüssel und der Haushalt von Rose Livingston teilte mit, man hätte dieses Gerät benutzt. Also, wenn ihr irgendwo Empfehlungen abgebt auf irgendwelchen Websites, das kann locker 100 Jahre erhalten bleiben, wie hier in einer Zeitungsannonce und weiterverwendet werden. Genauso wie es damals üblich war, dass in den Badeorten, in den Reisezielen die Hotels eine Fremdenliste veröffentlichten. Das kennen wahrscheinlich auch viele in der Familienforschung, um zu sehen, was die ihre Ahnen so getrieben haben. Da kann man wunderbar in den Zeitungen finden, wer wann wo gewesen ist. Also ich kann unendlich viele Übernachtungen von dem Joe Livingston in Köln beispielsweise, wenn er vom Hafen kam, meist über Le Havre fuhren die Übernachtung in Köln und dann weiter nach Frankfurt. So, diese gute Rose Livingston, man sieht, ist ja einerseits eine sehr engagierte, aktive Frau gewesen, andererseits unendlich abhängig, wahrscheinlich schon von diesem starken, dominanten Vater, der als Ältester der Familie den ganzen Laden bestimmte und auch eben die Männer über das Leben der Ehefrauen und Töchter. Rose Livingston wurde nicht verheiratet. Sie war doch in San Francisco geboren, war amerikanische Staatsbürgerin, aber in Frankfurt aufgewachsen und da hatte sie eine Gouvernante. Und von dieser Gouvernante, die wir da links hinter ihr sehen, eine etwas ältere, hat sie sich ihr ganz bis zum Lebensende dieser Gouvernante nicht getrennt. Die wohnten zusammen, die reisten zusammen. Wie sie genau zusammen lebten, wissen wir nicht. Und sie hatte immer wieder, jetzt klingt das Wort falsch, Beziehung ist das falsche Wort, Interaktionen, Kontakte mit sehr viel älteren Herren, die sie mental sozusagen der Rose geholfen haben. Hier vorne sehen wir mit dem großen Bart den Maler Wilhelm Steinhausen, der hat ihr auch Zeichenunterricht gebracht. In der Mitte ist der Pfarrer in Frankfurt, der hat sie davon überzeugt, das war auch der Wunsch von der Gouvernante, die auf den Namen Nelly oder Nellini immer hörte, genannt wurde, dass sie dann nach dem Tod des Vaters getauft wurde. Und auf der rechten, ganz rechts sehen wir den Rektor des Diakonissenhauses Frankfurt. Was hat sie so gemacht für diese Leute? Ja, die Nellini hat also wunderbar den Elli bei ihr gewohnt und eben an ihrem Reichtum teilgehabt. Den Maler hat sie gefördert, wie es ging. Was braucht ein Maler? Eine Studienreise nach Italien. Bilder hat sie ihm abgekauft, wenn er was gemalt hatte. Oder sie hat ihm selber Porträt gesessen. Oder hier unten links, da wurde eine neue Kirche in Frankfurt gebaut. Die hat sie mitfinanziert und hat dem Maler den Auftrag gegeben, diese Kirche auszumalen. Da hat er ewig lange Jahre dran gebraucht, bis weit über den Tod hinaus. Das galt als die teuerste Ausmalung einer Kirche in Deutschland. Sie hat das alles bezahlt.
Dem Pfarrer hat sie, das ist nur eine Kleinigkeit, aber vielleicht der Traum sehr vieler Pfarrer zu der damaligen Zeit, die Möglichkeit gegeben, seine Predigten herauszugeben. Natürlich liest das kaum jemand, aber das ist keine Herausgabe, die man sonst machen kann. Das muss man eben selber finanzieren und das machte ihr überhaupt nichts. Es war bekannt, dass sie auch ganz privat Leuten geholfen hat. Es geht die Geschichte von jemandem, den sie irgendwo gesellschaftlich zwischen Tür und Angel kennenlernte, der ihr erzählte, dass er Lehrer sei und man so gerade über die Runden kommen und nicht wisse, wie er die Ausbildung seiner Kinder finanziert. Und ein paar Tage später kriegte der also ein paar tausend Mark in die Hand gedrückt. Ohne dass sie den irgendwie näher kannte. Ihr größtes Werk, neben eben vielen kleinen oder auch sehr langfristig wirkenden Sachen, zum Beispiel den Aufbau eines städtischen Kindergartenwesens in Frankfurt, die sie finanziert hat, hohe Schenkungen, das ist heute noch unter der Ehrentafel zu sehen, für das berühmte Frankfurter Kunstmuseum. Aber ihr größtes war in Zusammenarbeit mit der Diakonissenanstalt. Da hat sie sich nämlich nach dem Tod ihrer liebsten Gouvernante überlegt, man müsste doch irgendetwas für so Damen, was wäre denn gewesen, wenn umgekehrt die sie überlebt hätte, dann hätte sie ja keinen Platz mehr in der Gesellschaft. Für alleinstehende Damen aus besseren Verhältnissen müsste man noch einen ordentlichen Lebensabendsplatz schaffen. Und da hat sie, ja, man könnte sagen, einen Altenruhesitz, einen Seniorenresidenz oder wie immer das ist, geschaffen. Und in Zusammenarbeit mit der Diakonissenanstalt, aber erstmal allein auf ihren eigenen Namen und alles aus eigenem Vermögen Cash bezahlt. Alles nur vom Allerfeinsten. Das war also das Tollste, was es in Deutschland zu der Zeit an derartigen Häusern gab. Sie holte sich den berühmtesten und besten Architekten der Zeit, Bruno Paul, ein hoch angesehener Mensch, der schon verschiedene Häuser entworfen hatte, der gerade plante, auch ein ganzes Stadtteil zusammen in Köln mit einem gewissen Kölner Oberbürgermeister, der Name Adenauer wird den Leuten noch was sagen, einen ganzen Reformstadtteil zu bauen. Das fiel leider dann durch den Krieg aus. Also es war wirklich vom Feinsten. Die Innenausstattung kam aus den Hellerauer Werkstätten. Ich weiß nicht, ob das jemand was sagt. Das war der Werkbund, so ein Zusammenschluss von Werkstätten, die einen hohen künstlerischen und sozialen Anspruch hatten. Hellerauer Werkstätten waren also die feinsten Möbelhersteller in einem ganz eigenen, man könnte fast sagen, alternativen Wohn-, Lebens- und Arbeitsprojekt. Also nicht mehr irgendwelche, wir finden uns ja so vor dem Ersten Weltkrieg, keine ausbeuterischen Werkstätten mit Angestellten, sondern mit Werkswohnungen und Familienanschluss und allem, was dazu gehört. Also ein sehr soziales Arbeiten und da kam die Innenausstattung hier. Ich könnte stundenlang von diesem Haus erzählen, aber dann bleibt der Rest der Familie aus. Also hier ist das Geld sozusagen sichtbar gelandet aus diesem Vermögen. Auch wie gesagt, die Innenausstattung, alles vom Feinsten, 1913 eingeweiht. Oh, jeder weiß, wie es weitergeht. Sarajevo, Erster Weltkrieg. 1914 als Lazarett genutzt und 1914 ist auch Rose Livingston schon gestorben. Also das ganze Konzept, sie hatte dann mal eben, ja, für den Betrieb müssen wir natürlich auch sorgen. Das kann ja, wie soll sich das denn halten? Ach, dann legen wir noch 1 Million drauf, damit das gesichert ist, das für die nächsten Jahre den Laden zu finanzieren. Das Geld war mehr oder minder alles dann durch Kriegsanleihen und Inflation weg. In den 20er Jahren war das ein um seine Existenz ringendes Heim, das letztendlich Bewohnerinnen, was hauptsächlich Frauen hatte, die auch einfach nur, ja, heute sagen wir Sozialfürsorge, also von einem von der Armenkasse der Stadt Frankfurt unterstützt waren. Also das Konzept ging durch den Krieg flöten und dann sah das nachher so aus. Dann im Zweiten Weltkrieg zerstört, ist natürlich auch die ganze Innenausstattung zerstört, die Möbel, aber es ist ein bisschen Tischsilber, alles vom feinsten Silber mit Monogramm und Besteck und Ähnlichem hinterlassen. Das lag immer noch in den Kellerräumen der Diakonissenanstalt.
Und als ich mich damit befasste und so waren so die Überlegungen, ja, natürlich irgendwie so, was gar nicht mehr zu brauchen ist. Wir sind jetzt schon im Jahr 2012. Das kann man natürlich dann auch nochmal irgendwo verkaufen und einschmelzen, aber das wäre ja doch schad drum und nicht im Sinne Sachen. Und da ich da mehrere Jahre gearbeitet habe, ja, steht bei mir nun einiges aus diesem Schatz der Familie Livingston herum und wird dann bei Gelegenheiten sinnvoll und ich denke bestimmt auch im Sinne von Rose Livingston für feierliche Anlässe genutzt. Das Grab von Rose Livingston ist weit auf dem städtischen Friedhof, wird von der Diakonissenanstalt gepflegt und betreut und es finden jedes Jahr, bin da selber mehrfach gewesen, auch an ihrem Todestag, Gedenkveranstaltungen statt. Eine kleine Ergänzung noch dazu. Dieses Haus, da war nun nur eingetragen auf den Namen von Rose Livingston. Sie hatte aber testamentarisch verfügt, dass es nach ihrem Tod an die Diakonissenanstalt kommen sollte. Da die Schwestern, Diakonissen dort tätig waren in der Betreuung und Pflege, spielte es überhaupt keine Rolle, wem das eigentlich gehörte. Man ging auch nach ihrem Tod so weiter und keiner hat gefragt. Und man hatte versäumt, dann über den Testamentsvollstrecker auch dieses Haus jetzt im Grundbuch als Eigentum der Diakonissenanstalt eintragen zu lassen. So, das interessierte 20 Jahre lang oder 15 Jahre lang keinen. Der Testamentsvollstrecker war auch ein Vertrauter der Diakonissenanstalt und von Rose Livingston gewesen, ein jüdischer Rechtsanwalt, der dafür gesorgt hatte, dass auch ihre ehemaligen Angestellten alle noch eine lebenslange Rente erhielten und deshalb da eben Gelder zur Verfügung standen, so gut es eben bei der Inflation ging. Nur, wir wissen alle, was in den 30er Jahren passierte. Dieser Rechtsanwalt musste seinen Betrieb, musste aufgeben, wurde daran gehindert, weiterzuführen. Seine Kanzlei wurde arisiert. Es kam ein strammer Nazi, der entdeckte, ei, ei, da ist doch ein Haus, das mal einer jüdischen Familie, jüdischen Frau gehört hat. Und wem gehört denn das eigentlich jetzt? Als Testamentsvollstrecker, der immer noch aus diesem Vermögen, Gesamtvermögen, die Rente mit auszahlt für die ehemaligen Angestellten, die dann noch so einen kleinen Betrag kriegen, habe ich ja eigentlich hier das Sagen. Und wahrscheinlich gehört das ganze Haus irgendwie, das ist ja alles noch nicht geklärt, muss nochmal durch die Verstreckung. Und er versuchte dann Stück für Stück dieses Haus der Diakonissenanstalt erstmal dadurch zu entziehen, dass er die Kontrolle über die Finanzverwaltung übernahm. Das war nun Anlass, dass die ganz schnell dann dachten, dieses Haus endlich grundbuchamtlich, sie hatten ja den Testamentsbescheid, auch 36 einzeln tragen. Dann versuchte der gute Rechtsanwalt, die Diakonissenanstalt auf Herausgabe der Geschäftsbücher und so weiter zu vertragen, um sich da einzu Steichen. Und man hatte also große Angst, gibt ein Hin und Her, Briefwechsel, dass das dann zu einem strittigen Objekt ursprünglich jüdischer Besitz hat. Sprich, die Stadt würde das Ganze irgendwie übernehmen und dann dauert es nicht lange, dann ist da irgendwie ein NSV oder gar ein SA-Heim oder ähnliches draus geworden. Da hatte man große Angst. Es begannen Prozesse vor Gericht, die dann aber, es begann der Zweite Weltkrieg, nicht mehr geführt wurden. Weil man sagte, also solche komplizierten Verhandlungen um Eigentum, das stellen wir mal zurück. Die Leute sind eingezogen, die Richter haben anderes zu tun. Das behandeln wir erst nach dem Endsieg. Dadurch ist dieses Haus dann doch im vollen Besitz der Diakonissenanstalt Diakonissenmutterhauses geblieben. Jetzt kommt aber noch eine seltsame Geschichte. Nach dem Krieg kam die Jewish Claims Konferenz, beziehungsweise ihre Vorgänger, die sich mit herrenlosem jüdischem Eigentum befassten und stellten fest, ei, ei, dieses Haus ist ja erst 36 für die Diakonissenanstalt eingetragen worden. Was ist denn da passiert? Ist das nicht vielleicht ein Arisierungsgewinn, den sich da eine kirchliche Einrichtung erlaubt hat? Es zog also ein weiterer sehr komplizierter Briefwechsel hinterher, bis das geklärt war, dass das Haus eben schon vor dem Ersten Weltkrieg ins Eigentum ging. Ja, also dieses Haus, wie man sieht, ist wieder aufgebaut, so ist es heute. Es wird nicht mehr als Altenheim benutzt, sondern ist das Mutterhaus, Verwaltungshaus und Gästehaus der Diakonissenanstalt. So,
Jetzt kommt der nächste Bruder. Jetzt kommt der Bruder, der Sohn. Joe Livingston. Er hat dann, ja, da gibt es auch schöne Zeitungsberichte. Das war also so richtig High Society. Eine Frau Clara Schiffer geheiratet. Und er ist viel mit Clara und dann auch mit der geborenen Tochter, die ganz besonders auch gute Kontakte zu ihrer Tante Rose hatte, nach Frankfurt hin und her gereist und insbesondere auch noch zum Tod von Rose Livingston. Die ganzen komplizierten Erbgeschichten, da hat der Sohn, hat der Bruder Joe geholfen. Dann traten 1916 die Amerikaner in den Ersten Weltkrieg ein und man guckte mal so, was denn die Deutschen so machen. Und dann sieht man, dass dieser Joe ständig hin und her gereist ist. Das war natürlich im höchsten Grade verdächtig. Er war zwar als in Amerika geborener Staatsbürger, aber doch ja irgendwie vermutlich doch ein Deutscher, vielleicht sogar ein Agent des Kaisers. Der Vorläuferbüro des FBIs untersuchte ihn und da ist er mal so ein Punkt, wo ich vielleicht sogar den Familienforschern noch was sagen kann. Es sind fantastische Akten, die das FBI über die Leute hat. Wenn sich Familienforscher dafür interessieren, wie ihre Ahnen und Verwandten gelebt haben, ist es gar nicht verkehrt, sich an die zu wenden, die professionell die Leute beobachtet haben und alles über die aufgeschrieben haben. Also es liest sich sehr witzig, was der Vorläufer des FBIs über den Joe alles notiert hat und wie sie die Nachbarn ausgefragt haben, ob er denn nicht vielleicht doch ein Agent sei und so weiter. So, er konnte also trotzdem ungestört dann noch hin und her fahren, dann ab 1916 nur noch nach Holland und über Holland den Kontakt halten und der Kontakt wurde etwas dünner. Denn dies war nun doch eine stärkere amerikanische Familie. Ihr seht hier eine Tochter, die Sylvia, die ziemlich alt geworden ist, die jetzt eine reiche Erbin war. Und was tut ein gutes, reiches Mädchen im Ersten Weltkrieg? Es macht ein bisschen Krankenpflege. Nicht so direkt an der Front, das wäre ja nun doch nicht, aber so ein bisschen was Soziales, das gehört ja zum guten Ton. Charité in den USA und sie machte Krankenpflege in Frankreich und nun nähern wir uns langsam einem Kitschroman. Sie heiratete einen französischen Offizier, den sie bei der Krankenpflege kennengelernt hat, natürlich einen Grafen. Es ist also wirklich wie in einem schlechten Roman. Ihr seht da große Überschrift in der Zeitung: Count Wed's American Girl. Miss Sylvia Hilfington becomes Bride of Count de Brunet. Ja, und noch günstiger, nein, das kann man so nicht sagen. Dieser Graf war schon im Lazarett pflegebedürftig. Er hat sich eigentlich von seinen Kriegserkrankungen nie richtig erholt. Er musste dann ständig ja, auf den Zauberberg nach Davos, Lungenkur und ist ziemlich bald gestorben. Und jetzt war die reiche Erbin nicht nur unendlich reich, sondern auch noch eine Gräfin. Ja, und das ist eine richtige Society Lady dann der damaligen Zeit. Man findet sie in der Vogue, im Figaro und in überall mit allerlei Hinweisen, mit einer großen Wohnung in Paris, im Bois de Boulogne, mit einer Wohnung in New York in der Fifth Avenue, mit ständigen Ein- und Ausreisen, lässt sich ja alles durch diese erhaltenen Register nachweisen. Ein sehr schöner Punkt ist auch, da habe ich auch wieder an die Familienforscher gedacht, wo man überall also noch was finden kann. Irgendwann hat sie ihren Pass verloren in Paris. Kann ja mal passieren, aber da muss sie ein dickes Formular ausfüllen und damit zum französischen Konsulat gehen und alles Mögliche erklären, wer sie ist, was sie hat, was sie in Frankreich macht, was sie für Reisen getan hat und so weiter, wo der Pass gewesen ist. Wird alles aufgeschrieben und dann kriegt sie auch einen Ersatzpass und diese aufgeschriebenen Formulare und Erklärungen, die landen eines Tages von Paris im amerikanischen Außenministerium und liegen heute im National Archive in Washington, sodass da also auch eine seltsame Quelle im Außenministerium einer Familiengeschichte besteht. Ich habe, warte mal, hier sieht man noch mit ihrem Enkelkind da unten, dem Nelson,
Kontakt aufgenommen, die erzählten, ja, doch, das ist uns bekannt, da war was. Unsere Großmutter war stinkreich, aber als sie starb, man sieht, dass sie ja ziemlich alt geworden ist, da war nichts mehr von übrig. Aber wir haben es so in Erinnerung. Und deswegen wird auch dieser Name De Bruyn als offizieller, das machen die Amerikaner ja gerne, Middle Name in der Familie weitergeführt. Und sie haben auch also Stammbaum der Aufzeichnung, der bis in die hessischen Vorväter zurückreicht. Es war nett, mit den Leuten zu sprechen und auch zu telefonieren und ihnen die Unterlagen auszutauschen. Aber ganz klar, von dem Geld war nichts mehr übrig. So, jetzt kommt hier die nächste. Da ist die andere Schwester, ne? Man sieht es hier. Da ist sie. Na, was ist denn da mit der Technik? Da, Fanny Livingston links heiratet den Salomon Herxheimer, einen Arzt. Und aus einer weit verstreiten Bekannten, also wenn man so sagen will, jüdischen High Society Familie, Onkel Landesrabbiner und so weiter. Hier kommt jetzt eine, ja, wie soll man das beschreiben, weitere Familiengeschichte, dieser Zweig, der sich in zwei Teile teilt. Einmal also der, die Familie, die Anteile Herxheimer. Und dann die Tochter, eine Tochter Herzheimer, die einen Otto Liebmann heiratet. Zu dem komme ich gleich auch noch, denn da gibt es einiges. Und da haben wir hier auch den ganz großen Spezialisten heute unter uns. Danke dir, dass du gekommen bist. Aber das weißt du ja alles besser. So, diese Kinder, da sieht man also den Herxheimer, haben, also die Familie hat Geld unter anderem, aber das nur so nebenbei, in dieses Haus, nicht? Man sieht, die Ähnlichkeit ist der gleiche Architekt, das war der Vorgänger, in dieses Haus investiert, aber im Wesentlichen in die Klinik von Salomon Herzheimer. Und auch die Söhne haben Medizin studiert und gingen in die Klinik. Er war Spezialist als Hautarzt und hat eine Frankfurter Hautklinik aufgebaut, die praktisch der Grundstock der späteren Frankfurter Medizinischen Universität, Universitätshautklinik ist. Die Frankfurter Universität ist ja auch sehr spät gegründet worden und ist eine richtige städtische, im Gegensatz zu Universitäten, die sonst Landesgründung sind, ist eine städtische, weitgehend gestiftete Universität, zu der verschiedene aus bürgerlicher Initiative stammenden Institute zusammenkamen. Und eines ist eben die Herxheimische Hautklinik, und da kann man also auch sehen, wie das Geld aus der Familie Livingston in die Stadt Frankfurt und damit ja in die Gesamtentwicklung der Stadt eingeflossen ist. So, jetzt kommt hier eine ganz traurige Geschichte. Da sieht man einen weiteren Bruder Herxheimer, also hier ist Georg Herxheimer unverheiratet und einen weiteren Bruder Herxheimer, dann so Hans Herxheimer, der, tut mir leid, sorry, hier ist irgendwie der Nachname Schmidt verloren gegangen bei dem Aufschreiben, heiratet. Nicht? Diese ganzen Familien waren natürlich im Sinne der NS-Rassengesetzgebung volljüdische Familie. Sie ist keine, Salomon Schmidt, trotz dieses Vornamens, nicht aus einer jüdischen Familie. Deshalb galt dieses Kind, Marie-Louise Herxheimer, als sogenannte Halbjüdin und hat die Verfolgung überlebt, aber wie man sieht, nur bis 1946. Sie ist tatsächlich nach einem Streit, sie anpöbelnden Soldaten, amerikanischen Soldaten, dem sie ausgewichen ist, ja, zum Streit gekommen und ist ermordet worden. Die Familie Herxheimer, also die anderen von dem hier, der Gotthold Herxheimer hatte eine große Kunstsammlung übernommen von den Eltern
hochwertvolle Bilder, von denen er sich dann nach und nach trennen musste. Wir sind jetzt in den 30er Jahren. Seine Frau ließ sich von ihm scheiden. Nun lebte er nicht mehr in geschützter, wie man sagte, in Anführungsstrichen Mischehe, sodass also eine Stück für Stück Enteignung stattfand vor der ganz starken Verfolgung. Ist er, wie man sieht, 36 gestorben. Anders mit dem anderen Zweig der Familie, die Lilli Herxheimer, die den Otto Liebmann heiratete. Otto Liebmann war ein junger Buchhändler, ein Verleger, der ja, dieses Kapital, das die Frau in die Ehe brachte, wunderbar nutzen konnte, um endlich einen eigenen größeren Verlag aufzumachen. Und aus dem Buchhändler wurde der Verleger Otto Liebmann. Und obwohl er selber kein Jurist war, hat er sich auf juristische Literatur verlegt. Warte mal. So. Da ist Otto Liebmann. Er war also die Koryphäe, der entscheidende Verlag für juristische Werke. Als das BGB erschien, gab es die verschiedenen Kommentare, die man dazu brauchte. Es gab etwas, Juristen, falls ihr Juristen sind, kennen das. Heute heißt es Neue Juristische Wochenzeitschrift. Er hatte das Juristische Wochenblatt, wo also regelmäßig alle ge wichtigen Gesetzesinterpretationen, alle wichtigen Urteile veröffentlicht wurden, war also die Nummer eins der juristischen Fachliteratur bis 1933. Obwohl er selber als Jude sich verstand, hatte er, wir können es heute kaum nachvollziehen, in verschiedenen Artikeln und Reden die nationalsozialistische Machtergreifung und die Politik Hitlers zunächst begrüßt, war dann aber schnell ja, in diesen Prozess hineingekommen. Keine förmliche Enteignung, das war sein Problem, sondern ein nach und nach schleichende Enteignung. Hier, Clemens, du kannst das natürlich zur Not alles, wenn jemand noch nachfragt, noch sehr viel besser darstellen. Es wird weiter daran geforscht, am Hamburger Institut für Sozialforschung, was da genau passiert ist. Der C.H. Beck Verlag übernahm seine juristischen Verlagsarbeiten und all die berühmten Kommentare, die die Juristen heute benutzen, die heute im Beck Verlag sind, gehen eigentlich auf Liebmann zurück. Das ist, ja, wann war das? Erst in dem Beginn dieses Jahrhunderts in mehreren Veranstaltungen, dann auch auf der Buchmesse klar geworden, dass der berühmte Beck Verlag eben ja, sich da wohl sehr bereichert hat. Es wird weiter daran geforscht. Otto Liebmann selber musste dann seinen große Villa verlassen. Er ist Bewohner eines sogenannten Judenhauses in Berlin gewesen und dort gestorben. Sein Sohn, ursprünglicher Name Karl Wilhelm, konnte nach Südamerika emigrieren und nahm dort dann den Namen Carlos Liebmann an. Warum zeige ich hier rechts nochmal das Bild von Rose Livingston? Das ist ein Gemälde, das der Wilhelm Steinhausen gemacht hatte und das aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen im Fluchtgepäck der Familie, weil es eben über die Schwester auf die Kinder der Schwester gekommen ist, im Fluchtgepäck der Familie war und mit nach Südamerika gekommen ist. Und erst in den 70er Jahren, als dann der Carlos Liebmann ein wenig Kontakt mit Deutschland wieder aufnahm, entdeckte er, dass das doch eigentlich besser aufbewahrt ist im Diakonissenhaus, im wiederaufgebauten Nellini-Stift, oder Livingston-Stift, offizielle Name Nellini-Stift. Und dort hat er dann dieses Bild erst in den 70er Jahren über einen Rechtsanwalt zur Freude der Diakonissen zurückgeschickt. Also da gibt es weitere Kontakte. So, jetzt haben wir die nächste Familienreihe. Wir hatten eben die Kinder von Mark Livingston. Jetzt kommen wir zu dem dritten Bruder, Löw oder Louis Livingston.
Auch er hatte noch früh geheiratet. Seine Tochter Florence war auch noch in, ganz wichtig, in den USA geboren. Warte mal einen kleinen Moment bitte. Entschuldigung, wenn man einen Vortrag offen hält, dann kommt jetzt jemand und bringt ein frisches Wasser hin. Hier muss man sich das selber holen. So. Also, Florence Livingston, die Tochter, hatte Martin Flersheim geheiratet. Hinter der Familie Flersheim verbarg sich eine sehr reiche Frankfurter Handelsfamilie mit zwei Brüder und weitere Angehörigen, die im In- und Export tätig waren. Und ja, dieses Geschäft konnte natürlich den Erbanteil von Florence Livingston auch sehr gut gebrauchen und vergrößerte sich rapide. Und diese Familie hatte ihr Geld dann. Und man sieht es hier, das ist ein Gemälde des Frankfurter Malers Nussbaum, ihr Geld in Kunst angelegt. Hier ist die Familie mal selber gemalt worden. Sie hatten, es gibt eine Liste davon, von etwa 100 Kunstwerken, nur so als Momentaufnahme der 20er Jahre, führten also einen großen, ja, bürgerlichen Salon, einen bürgerlichen Haushalt und hatten im wahrsten Sinne des Wortes Hunderte von edelsten Gemälden an der Wand. Ich erzähle immer gern, dass sie in den 20er Jahren, gut, da war das noch nicht ganz so hoch gehandelt, ein Van Gogh dort hängen hatten und nachdem er 5 Jahre hang, sagten, no, jetzt haben wir ihn ja lange genug gesehen, dann können wir ihn auch verschenken. Verschenken, einen Van Gogh. Und so ging es also ständig mit Gemälden hin und her. Ja, und man sieht es schon, Martin starb 35 und Florence Livingston überlebte ihn und hatte ja in dem Moment das Glück, amerikanische Staatsbürgerin zu sein. Anders kann man das nicht sagen. Nur mal so ein paar kleine Beispiele. Der Gemälde, die dann alle auf ganz verschiedenen Arten und Weisen verschwanden. Ein Teil mussten sie verkaufen, als sie dann aus Deutschland, ja, kann man ja nicht emigrieren sagen, wenn sie selber amerikanische Staatsbürgerin war. Also zurück ist es ja auch nicht, weil sie nur in Deutschland gelebt hat. Also als sie Deutschland verlassen wollten, waren einige Gemälde, die galten als so nationales Kunstgut, die konnten sie überhaupt nicht ja, nicht mitnehmen und auch nicht privat veräußern. Die wurden gleich vom Reich übernommen. Anderes gab es seltsame, wie soll man sich ausdrücken, Verkäufe und Unterverkäufe und Weiterverkäufe. Also hier ist zum Beispiel dieses Bild Beichte auf der Hallig Oland. Das war in einem Notverkauf zu einem Spottpreis verkauft worden. Und zwar nach Husum an das dortige Museum, weil das ja nun Beichte auf der Hallig war, passt es nach Nordfriesland. Und es ist erst vor wenigen Jahren dann geklärt worden, dass dieses Bild ja wohl eigentlich hätte nicht dem Museum dort gehören dürfen. Sie haben es sozusagen mit Hilfe der Kulturstiftung Schleswig-Holstein ein zweites Mal zu dem angemessenen Preis verkauft, der dann an den Erben ausgezahlt wurde. Ein ganz berühmter Schweizer Maler, Ferdinand Hodler, verbirgt sich hinter den beiden Darstellungen des Holzfällers und des Sees. Nur mal so, nicht dieses Bild, sondern der hat mehrere vom gleichen Motiv, gleiches Stil. Ein sozusagen Schwesterngemälde wurde 2005 für 2,5 Millionen Schweizer Franken verkauft. Das Bild, das ursprünglich den Flersheimern gehörte,
ist über verschiedene Wege im Museum Luzern angekommen, wahrscheinlich ein Verkauf des Deutschen Reiches, um Devisen zu kommen, bekommen in die Schweiz. Das letzte Gemälde ist von Die Sinnlichkeit von Franz Stuck, das heute, glaube ich, überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Das ist verschwunden. Sie haben jede Menge weitere Gemälde versucht mitzunehmen, als Sie ganz offiziell aus dem Deutschen Reich, war ja amerikanische Staatsbürgerin, ausreisen konnte. Ja, sie hatte zwei Söhne, die waren auch schon emigriert. Eine nach Südamerika, andere in die USA. Und man kann es auch dann an den Namen sehen. Ne? Aus Georg Friedrich Fersheim wurde Frederick George, der dann auch als Amerikaner im Zweiten Weltkrieg gekauft hatte. Die Firma, die sie hatte, wurde also zum Spottpreis zwangsverkauft, arisiert. Grundbesitz wurde durch die Zahlung der sogenannten Reichsfluchtsteuer, wobei es gar nicht geklärt war, ob sie als Amerikanerin das hätte überhaupt zahlen müssen, auch mehr oder minder enteignet. Und die Gemälde, die sie noch hatte, konnte sie nur noch bis in die Niederlande mitnehmen. Sie hat sie dort eingelagert und wie soll man sagen, künstlerisch in einem richtigen Kunstlager, also nicht in irgendeinem Schuppen, sondern ganz professionell eingelagert und hatten Lagerkosten dafür gezahlt. Und dann konnten sie die nicht mitnehmen, aber hatten versucht, die eben von Amerika vielleicht noch Stück für Stück hinüberzubekommen. Als dann die deutschen Truppen die Niederlande besetzt hatten, wurden diese Bilder beschlagnahmt. Da das nun aber nicht direkter Raub aus niederländischem Besitz war, war das ja kein, wie soll man sagen, Diebstahl durch deutsche Truppen, der vielleicht entschädigungsfähig gewesen wäre, sondern das waren Kriegsfolgekosten. Und davon hat sich die Bundesrepublik gedrückt und hat gesagt, das wird erst im Friedensvertrag geregelt. Die Familie kriegte also als einzige Entschädigung einen winzigen Bruchteil an den Lagerkosten zwischen 1939 und 1944. Weitere Gemälde finden sich heute noch in öffentlichen und privaten Sammlungen, in Museen. So hatte zum Beispiel, wie man entdeckt hat, der Hessische Rundfunk in seinem Verwaltungsgebäude jahrelang zwei Bilder aus der Flersheim-Sammlung. Und so ging es hin und her. Stück für Stück werden diese Bilder gefunden und meistenteils, wenn sie dem Erben zugesprochen werden, dann hier verkauft, oftmals an die Museen oder Besitzer, die sie jetzt im Moment in Benutzung oder im Besitz haben, ein reeller offizieller Wertverkauf, sodass die Erben dann noch nach und nach Gelder nach Südamerika ausgezahlt kriegen. Da ist also, ja, wie soll man sagen, das Geld der Brüder verschwunden. Jetzt kommen wir zum dritten Bruder und jetzt wird's schwierig. Ich hoffe, ihr habt noch etwas Geduld, den nächsten Teil der Familie, Geschichte mit anzuhören. Ihr seht da eine etwas unübersichtliche Zahl von jungen Damen. Das sind alles die Töchter von Frank und Emma Livingston. Man muss sie jetzt nicht alle ansehen, aber ihr seht, da sind also jede Menge, die hatten also eine sehr große Zahl von Töchtern. Ein Sohn ist sehr früh gestorben. Und diese Töchter wurden nun alle, ne, der Frank war nicht anders als der Mark, vom Vater mehr oder minder, ohne dass die gefragt wurden, anständig verheiratet. In Familien, die von denen sich gegenseitig ein weiterer gesellschaftlicher Aufschwung und Interesse versprochen wurde. Ich werde jetzt diese Töchter nach und nach noch darstellen, einige intensiver, andere nicht ganz so intensiv.
Also, fangen wir hier mal an mit dem Familienteil. Hier ist sie, die ganz links, die Adolf Hess geheiratet hat. Etwas leichter wird es dadurch, dass ihr zwei Schwestern, nämlich Flora und Stephanie, zwei Brüder, nämlich Adolf und Julius Hess, geheiratet haben. Hier sieht man also, dass dieser Adolf Hess mit der Stephanie diese Tradition der vielen Kinder fortführen. Die Brüder Hess waren ja, gerade eben mit ihrem Diplom fertige Chemiker, die voller Ideen waren und sich überlegten, wie man jetzt, wir befinden uns ja um das Jahr 1880, aufsteigende Industrialisierung, chemische Prozesse auch in wirtschaftlichen Erfolg umsetzen kann. Da kam das Geld natürlich gerade, wie soll ich mich ausdrücken, sehr gelegen. Erst heiratet Adolf und dann Julius hatte noch kein Kapital, der war dann zunächst nur Mitarbeiter in der Firma und noch kein gleichberechtigter Partner, aber so wird es später geschrieben, als that Julius married in 1890, so was subsequently able to put more money in, raising the capital and becoming a full partner. Also erst nachdem er eingeheiratet hat, wurde er dann auch voller Geschäftspartner der Firma da Adolf Hess und Brothers in Leeds. Denn die Brüder sind mit ihren Frauen ausgewandert ins Vereinigte Königreich. Sie wurden dann hier nationalisiert, wurden englische Staatsbürger. Ja, alles, was berichtet wird. Ich hatte dann Kontakt zu entfernten Verwandten, die dann noch erzählten, dass ihre Tante oder Großtante doch eigentlich immer geklagt hat, es waren wirtschaftlich erfolgreiche Ehen und Unternehmen, aber keine glücklichen Ehen, keine glücklichen Familien. Die haben auch halb getrennt miteinander gelebt. Aber es war eine erfolgreiche Firma. Hier ist noch mal so, das andere ist so ein kleiner, so ein Werbegag, so ein Briefbeschwerer, auf dem diese Fabrik abgebildet ist. Hier ist ein Prospekt, eine Anzeige, sterile Fette. Und das fand ich besonders interessant. Das ist eine Zeitung von 1912, eine Mitteilung, dass da diese Firma mal gebrannt hat. Ja gut, sagen wir, so eine Fettfirma, so ein Chemiewerk. Was war da eben zu hören aus Brasilien? Das passiert auch heute noch. Sowas kann mal in Flammen aufgehen. Ja, aber es stand am nächsten Tag hier dieser Zeitungsartikel nicht irgendwo in der Times oder in der Sun oder sowas, sondern in der kleinen Zeitung Mercury, die in Hobart in Tasmanien, also auf dieser Insel vor Australien, erschien. Am nächsten Tag, so wichtig war dieses Unternehmen, dass man diese Mitteilung in der Zeitung von Tasmanien abdruckte. Ich kann mir das nur dadurch erklären, dass die eben Fette veredelt und verarbeitet haben. Und die Fett entfällt ja auch bei der großen Arbeit der berühmten australischen tasmanischen Schafzucht. Und dass daher Wollfett dort verarbeitet wurde. Aber immerhin, so weit war auch 1912 die Welt schon vernetzt, dass am nächsten Tag in der Zeitung stand, dass es in Leeds gebrannt hatte. Diese Familie Hess, man sieht da nochmal eben, da hat, na, komm, da, jede Menge, warum bleibt es denn nicht stehen? Da. Weitere Kinder, diese eine Sohn hier, Nathaniel oder Dan, hat die Firma weitergeführt. Sein Sohn John Peter Hess hat die Firma in den 70er Jahren an ein großes niederländisches Chemiekonsortium verkauft. Diese, nee, man sieht, da sind auch noch weitere Kinder, das interessiert uns jetzt nicht, das ist egal. John Peter Hess hat Kontakt aufgenommen mit dem Frankfurter
Mutterhaus hat sich sehr über das dort gepflegte für das dort gepflegte Erbe von Rose Livingston und die Erinnerungen an Mark Livingston interessiert. Er hat ein kleines Buch darüber gesprochen. Er ist oft zu Gast. Ich habe ihn auch ausführlich, jetzt nicht für diesen Vortrag, aber für meine eigentliche Arbeit über Rose Livingston gesprochen. So, einige weitere Familienmitglieder, die nur noch mal so zeigen, wo das Geld auch geblieben ist. Da ist Ida Livingston, verheiratete Goldschmidt. Das ist eine sehr kurze Ehe gewesen. Mit 24 Jahren, 1888, hatte sie geheiratet. 91 ist der Rechtsanwalt Goldschmidt gestorben und sie gehört eigentlich zu den einzigen aus der ganzen Nachfolgegeneration, die sich dann auch durch eigene Arbeit ihr Lebensunterhalt verdient hat. Übersetzerin, Schriftstellerin und sehr engagiert, nicht wie ihre Tante Rose im Sinne von Cousine Rose, im direkten Mäzenatentum, sondern sozialpolitisch. Sie war engagiert in der Frauenbewegung, ganz engagiert in einem Arbeitskreis Internationale Föderation zur Abschaffung der Prostitution, Arbeitsausschuss für Mutterschutz und Ähnlichem in Frankfurt. Sie Noch. Einiges gibt es zu sagen über die weitere Tochter Leontine, die nämlich den Bankier Lincoln Manny Oppenheimer geheiratet hat. Oppenheimer, das ist ja so fast ein Inbegriff des Bankhauses im jüdischen Familienbesitz. Der berühmte, berüchtigte Propagandafilm Jod Süß beschäftigt sich mit der Familie Oppenheimer. Und auch dieser Manny Oppenheimer gehört in diese weit verzweigte Bankiersfamilie. Da sitzt er gar nicht mehr wie ein Bankier, sondern ganz vergnüglich, aber das eine oder andere schließt sich nicht aus. Leo, nee. So, jetzt muss ich hier ein bisschen ausholen. Der Manny Oppenheimer ist relativ früh gestorben und der Bruder führte das weiter und war also hoch angesehen, sodass sie also weiterhin sozusagen mit ihrem Schwager zusammen in der Frankfurter Gesellschaft anerkannt tätig war. Der Schwager war Berater bei den von der deutschen Seite bei den Versailler Verträgen. Er war Ehrenbürger von Frankfurt, also nicht Leni, sondern der Bruder, sodass da also weiterhin diese engagierte soziale Leben in der Stadt war, bis in die 30er Jahre. 1938, kurz vor der Pogromnacht, im Frühjahr 38, stellte die Bank ihre Geschäfte ein. Die Angehörigen emigrierten und sie konnte Leontine als amerikanische Staatsbürgerin vergleichsweise einfach ausreisen. Und jetzt sieht man hier diesen seltsamen, guck da mal, ich hoffe, man kann es genau sehen. Sie kommt mit einem Schiff 1939 von Belgien in die USA. Und wenn man sich das jetzt mal genau anguckt, was sie da alles anfragen. Also da ist der Name Leontine Oppenheimer, dann steht der Nationalität German, was eigentlich nicht stimmt, denn sie hatte sich ja ihre amerikanische Staatsbürgerschaft durchaus immer wieder bestätigen lassen vom Konsulat. Und dann hat man vorne auch den jüdischen Zwangsvornamen Sarah mit übernommen, genauso mit ihrer Schwester, die da mitfuhr, Adele, kommen wir gleich zu. Und dann kommt die seltsame Formulierung, da oben ist nämlich Race. Da wird eigentlich in Amerika eingetragen, ob es sich um einen Weißen, einen Schwarzen oder eine, wie nennt sich das im Amerikanischen, eine
sagt man da? Ich glaube, Mulatte oder ähnliche Varianten, die benutzt werden. Aber hier ist tatsächlich in Amerika das nationalsozialistische Gedankengut so übernommen worden, dass auf einmal als Race, das passt überhaupt nicht in die amerikanische Kultur, Hipro eingetragen ist. Also ein sehr, sehr ungewöhnlicher Vorgang. Sie kam also in die USA und ist dann wieder in ihrer Geburtsstadt San Francisco und stirbt dort schon 1945. Der Sohn, ja, den sie hatte, werden eben erwähnt, oben auf der Karte, ist in London, wird in London bei Kriegsbeginn interniert, gilt als feindlicher Ausländer, kann dann aber von dort aus nach Australien weiter ausreisen. Da gilt er nicht als Feind, sondern kann australischer Staats 1944 australischer Staatsbürger werden. Auch in dieser Familie gibt es also weitere heute lebende Nachkommen und die haben, als um das Jahr 2000, vielleicht werden sich einige erinnern, bekannt wurde, dass allerlei Gelder in der Schweiz liegen mit Konten, die seit 50 Jahren nicht benutzt sind und sich angesammelt haben, wurde festgestellt, dass eben auch aus der Familie Manny Oppenheimer Geld noch in Schweizer Konten ist. Und das ist tatsächlich dann als, ja, wenn man so will, Geld, sei es aus dem Oppenheimer-Besitz oder aus dem Livingston-Besitz, über die Schweiz in Australien ausgezahlt worden. Eben auf der Schiffsliste war zu sehen, dass eine zweite Schwester noch mitfuhr, über die wissen wir fast gar nichts, Adele Karpeles, sie nur eine kurze Zeit verheiratet war, dann Witwe war und mit der Familie, mit den Angehörigen in England war. Sie hatte einen guten Kontakt von der anderen Seite, von den Herxheimer her zu der Familie Hess. Jetzt haben wir noch eine weitere Tochter. Alice Livingston, die den Rudolf geheiratet hat, einen Hamburger Kaufmann, wohl auch nur auf Willen des Vaters hin, denn die Ehe wurde sehr schnell geschieden. Und sie hat es, ja, soll man sagen, hat es geschafft, Alice Livingston als einzige eigentlich aus der Familie in Deutschland zu bleiben und zu überleben. Ihre Kinder wanderten zum Teil aus. Walter Liefmann, der dort zu sehen ist, unverheiratet, lebte bis zu seinem Tod in einem Kibbuz in Israel. Und sehr interessant ist jetzt der weitere Sohn. Die weitere Tochter, Entschuldigung bitte, die hier den Adolf Freudenberg heiratet. Ich weiß nicht, ob man es hier voll sehen kann. Ja. Das ist ein ganz bedeutender Mann gewesen. Er kommt aus der Dynastie Adolf Freudenberg, aus der Familie eines Pfälzer Lederwarenunternehmens. Viele kennen das vielleicht. Diese Putztücher wie Leder. Und andere Lederbearbeitungen kommen aus der Familie Freudenberg. Und der Adolf Freudenberg hat eine Zeit lang auch die Familiengeschäfte geführt, bis es dann ein anderer Bruder übernahm. Wie weit also dort wieder Livingston Geld hineinfloss, ist nicht so ganz klar ersichtlich. Aber es ist also schon interessant, dass die Tochter von der Alice, also die Else Liefmann, die den Adolf Livingston, Entschuldigung, Adolf Freudenberg heiratete, dann also jetzt mit ihm zusammen lebte. Er hat zu ihr gestanden, er hat sich nicht, er wurde mehrfach bedrängt, er war Diplomat dann im
deutschen diplomatischen Dienst, musste den verlassen, weil er mit der Jüdin verheiratet war. Aber dadurch, dass sie eben in einer sogenannten Mischehe lebte, konnte sie halbwegs unbehelligt bei ihm leben bleiben. Und er hat dann Theologie studiert, hat sich engagiert in der Bekennenden Kirche und sehr engagiert zur Unterstützung von verfolgten Juden, verfolgten Christen jüdischer Familie, aber auch jüdischen Menschen, die nicht getauft waren, engagiert. Er hat dann in London das Gegenstück zu dem Büro Grüber, also einer in Berlin tätigen Institution, die verfolgten Juden, die getauft waren, hat helfen können. Hier kann man auch noch mal wieder sehen, wo dann ein Stück des Geldes blieb. In seiner dann nach dem Krieg lebenden Heimatgemeinde Bad Vilbel, also in der Gegend von Darmstadt, war auch sehr angesehen, Ehrenbürger der Stadt, und er hat Geld, und das ist letztendlich, kann eigentlich entweder aus dem Bestand der Freudenbergs oder eben aus dem Livingston-Geld nur kommen, einen großen Park gestiftet, der heute noch Adolf-Freudenberg-Park heißt. Und es geht dann weiter mit berühmten Leuten. Die Tochter Brigitte Freudenberg heiratete den vielen vielleicht bekannten Theologieprofessor Helmut Gollwitzer. Ich habe beide, Brigitte Gollwitzer und Helmut Gollwitzer, mal auf einer Veranstaltung kennengelernt und auch längere Zeit mit ihnen sprechen können. Aber das war Jahre, bevor ich an dieser Arbeit über die Familie Livingston saß, sodass ich also nicht erfahren konnte, wie weit da überhaupt ein Bewusstsein für gewesen ist. Aus dem Geld der Familie Freudenberg, aus einer Nichte dazu, ich habe mit mehreren Mitgliedern der Familie Freudenberg ausführlich über ihre Angehörigen und ihre Verbindungen gesprochen und viele Informationen auch bekommen, stammt zum Beispiel auch der Dorothee-Freudenberg-Fonds, mit dem das Fritz-Bauer-Institut unterstützt wird. Ob so ein Geld vom Livingston oder Freudenberg ist, ist nicht mehr zu sagen, aber mal eben 1 Million für Erforschung von NS-Verbrechen zu geben, das bedeutet schon einiges. Ja, jetzt haben wir noch einige aus dieser Familie. Martha Livingston, die geheiratet hat, ein Herrn Böhm, über den wir eigentlich gar nicht viel wissen. Martha Livingston ist auch nicht so alt geworden wie die anderen. Er hat zeitweilig in der Herxheimischen Klinik gearbeitet. Die Familien sind mit Unterstützung der Familie Hess, also oben aus den Engländern aus Leeds, gleich nach der Pogromnacht nach England ausgereist, und es war ihnen dort möglich, von der Familie und in engere Verbindung mit der Familie zu leben. Auch hier sind weitere Familienangehörigen, die wir jetzt aber nicht behandeln müssen, aber es ist dort eben gerade durch diesen engen Kontakt und im Einsatz auch der Familie Hess für ihre Frankfurter Verwandten doch ein enger Kontakt. Nun kommen zwei noch aus der Familie, denen es nicht mehr gelang, Deutschland zu verlassen. Evelyn hat einen Arzt geheiratet, Dr. Med Ernst Meyer, und wie mir Angehörige der Familie sagten, war sie wohl die Einzige, der es gelungen war, nach eigener Wahl einen Ehepartner zu bekommen und wirklich jemand zu heiraten, den sie heiraten wollte. Er war zunächst Arzt auch in der Klinik Herxheimer, also man sieht überall die engen Familienverbindungen. Dann anschließend in Berlin an der Charité, und dann sind sie in den 20er Jahren in die damals nicht voll zum Reich gehörende freie Stadt Danzig gezogen. Sie sind kinderlos geblieben, weil sie auch, ja, es war eine Heirat von
Vettern und Cousinen, da waren wir vielleicht nicht so daran interessiert, Kinder in die Welt zu setzen, wurde mir aus der Verwandtschaft gesagt. Aber auch in Danzig wurde die Reichspolitik auch bis 1939, bevor das dann nach dem Einmarsch Polens sofort annektiert wurde, wurde die nationalsozialistische Gedankengut und der Antisemitismus so übernommen, dass die Familie das dort nicht aushielt. Sie sind nach Italien ausgereist. Das war für sie als Bewohner der Stadt Danzig, die ja einen ganz besonderen Status hatte, eben möglich und konnten zunächst im deutschsprachigen Südtirol, also in Meran, noch leben und auch als Arzt tätig werden. Aber dann nach Kriegseintritt und auch eben nach dem deutschen Engagement in Italien wurden auch italienische Juden, wie ja bekannt ist, erst in Italien, da oben sieht man das italienische Lager, in dem sie gesammelt wurden, das italienische Konzentrationslager, und dann nach Auschwitz deportiert und dort wohl gleich am 10. März 1944 ermordet. Ich möchte nicht mit Auschwitz enden, sondern noch zwei Worte über dieses Lieblingshaus von mir verlieren, das eben ganz wunderbar gebaut ist. Und ich bin sehr oft da zu Gast gewesen. Und im Keller habe ich dort ein Archiv aufbauen können. Es ist sozusagen das größte Stück, das von diesem Geld, das im Goldrausch verdient wurde, noch vorhanden ist. Wenn man von Firmenanteilen, Firmenbesitz, der über viele verschiedene Wege gegangen ist, wie heute diese holländische Chemiefirma oder eben Hutchinson und Kohl, wo eben auch dieses Geld hineingeflossen ist, mal absieht. Hier ist eben ein Gebäude, das weiterhin Livingston Stift heißt, in dem im Eingang die Büste von Rose Livingston steht, in dem durch Bücher und regelmäßige Veranstaltungen an dieses Erbe erinnert wird, in dem auch das jüdische Erbe der Familie Livingston bewusst und akzeptiert betrachtet wird. Ja, ich finde, das ist also ein Bild für einen Abschluss, um zu zeigen, was alles eben ja, nach über 150 Jahren aus einem unglaublichen Vermögen geblieben ist. Vieles ist eben durch die deutsche Geschichte, durch Kriegseinwirkungen, insbesondere aber eben durch die NS-Verfolgung, durch die Zerstörung der Familien, durch den Kunstraub verloren gegangen. Aber dass so ein ganz klein bisschen, eine kleine Schüssel davon sogar bei mir im Schrank steht, das macht mir doch immer wieder eine ganz besondere Freude. Und ich hoffe, dieser Vortrag hat euch allen auch ein wenig Freude gemacht.